Willkommen in Eupen. Dieser Film wird Ihnen helfen, sich in Eupen zurechtzufinden und einzuleben. In Belgien leben 10 Millionen Menschen und es gibt 3 offizielle Sprachen. Im Norden liegt Flandern, dort spricht man Niederländisch. Im Süden liegt die Wallonie, dort spricht man Französisch. Im Zentrum ist die Hauptstadt Brüssel, dort spricht man Französisch und Niederländisch. Die kleine deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens liegt ganz im Osten, zwischen Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. Die meisten hier sprechen Deutsch als Muttersprache, viele können auch Französisch. Belgien ist ein Föderalstaat. Was bedeutet das? Es gibt eine Zentralregierung und Verwaltung in Brüssel. Sie ist zum Beispiel für das Gerichtswesen oder die Asylanträge und Aufenthaltsgenehmigungen zuständig. Es gibt 4 Teilstaaten: Flandern, die Wallonie, die Region Brüssel und die deutschsprachige Gemeinschaft. Jeder Teilstaat hat seine Regierung, sein Parlament und seine Verwaltung, genannt Ministerium. Diese sind auf ihrem Territorium für Unterricht und Ausbildung, Kultur und Sport, Gesundheit und Soziales zuständig. Belgien gehört zur Europäischen Union. Die Währung in Belgien ist der Euro. In der deutschsprachigen Gemeinschaft leben ungefähr 75.000 Menschen. Regierung, Parlament und Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft sind in Eupen. Das Ministerium kann Ihnen bei vielen Fragen helfen. In Eupen und dem Dorf Kettenis wohnen zusammen ungefähr 19.000 Menschen. Eupen ist die größte Stadt im deutschsprachigen Ostbelgien. Die Stadt Eupen ist 800 Jahre alt. Sie lag immer in einem Grenzgebiet. Hier sind verschiedene Kulturen aufeinander getroffen. Germanische Kultur hat sich mit romanischer Kultur vermischt. Das merkt man auch an den Eupener Familiennamen. In den letzten 200 Jahren haben die Eupener 5-mal ihre Nationalität wechseln müssen. Zu Belgien gehört die gesamte Region seit 1920. In seiner langen Geschichte hat Eupen zunächst von der Landwirtschaft und vom Handwerk gelebt. Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich hier eine Tuchfabrikation. Eupener Tücher wurden sehr bekannt und bis in den Balkan und sogar nach China exportiert. An diese Zeiten erinnern bis heute noch viele Häuser in der Ober- und Unterstadt. Die meisten Eupener sind, wie die meisten Belgier, Christen. Davon ist der Großteil römisch-katholisch. Es gibt auch eine evangelische Kirche. Und es gibt kleinere Gemeinschaften, zum Beispiel freie evangelische Gemeinden, muslimische Vereinigungen und so weiter. Viele Eupener verbringen ihre Freizeit in Vereinen. Manche in Sport- und Musikvereinen, andere helfen beim Roten Kreuz oder machen Krankenbesuche. Es gibt auch Patenschaften für neue Mitbürger. Viele treffen sich gerne bei den verschiedenen Festen im Jahr. Kirmes, Musikmarathon, Nationalfeiertag, Tirolerfest, Weihnachtsmarkt und viele mehr. Eine ganz besondere Rolle spielt der Karneval, das traditionelle Kostümfest zum Ende des Winters. Dabei nehmen viele Karnevalsvereine an den fröhlichen Umzügen teil. Sehr schön ist der Wald rund um Eupen. Hier kann man wandern, Radfahren oder reiten. Ein beliebter Ausflugsort ist die Talsperre. In Eupen leben Menschen mit rund 90 verschiedenen Nationalitäten. Man bemüht sich um ein gutes Zusammenleben, aber es gibt noch viel zu tun. Jeder wird gebeten, dabei mitzuhelfen. Was müssen Sie bei Ihrer Ankunft in Eupen zuerst tun? Spätestens 8 Tage nach Ihrer Ankunft in der Stadt müssen Sie sich im Rathaus einschreiben. Dafür gehen Sie zum Bevölkerungsdienst. Hier geben Sie auch Ihre Adresse an. Ein paar Tage später wird die Polizei prüfen, ob Sie auch wirklich dort wohnen. Wenn Sie später einmal innerhalb von Eupen umziehen, müssen Sie das wieder beim Bevölkerungsdienst melden. Ändert sich etwas in Ihrer Familie, melden Sie sich beim Standesamt. Geburten, Hochzeiten, Scheidungen, Todesfälle oder Änderungen der Nationalität muss man melden. Das Standesamt ist auch im Rathaus. Wenn Sie alle diese Pflichten erledigt haben, stellt sich für Sie die Frage: Wie kann ich in Eupen Geld verdienen?
Das hängt von Ihrem Aufenthaltsstatus ab. Wenn Sie ein anerkannter Flüchtling sind oder ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht haben, brauchen Sie keine Arbeitsgenehmigung. Wie die Belgier haben dann auch Sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie können dann Ihre Diplome, Zeugnisse und Urkunden übersetzen lassen. Ins Deutsche, Französische, Niederländische oder auch ins Englische. Dafür gehen Sie zum Ministerium in der Gospertstraße. Die Anerkennung eines Diploms der Sekundarschule dauert etwa einen Monat. Die Anerkennung eines Universitätsdiploms dauert ein halbes Jahr, manchmal auch länger. Anders ist es, wenn Sie ein befristetes Aufenthaltsrecht haben. Um arbeiten zu können, brauchen Sie dann eine Arbeitserlaubnis C. Das Formular hierzu sowie weitere Informationen erhalten Sie im Ministerium. Manche Personen können ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Andere dürfen nicht arbeiten. Diese Personen können ein Ersatzeinkommen oder andere Hilfen beantragen. Auskünfte hierzu gibt es bei den drei Dienststellen, die wir am Ende dieses Films nennen werden. Jetzt haben Sie alle notwendigen Dokumente. Dann können Sie Arbeit suchen. Dafür schreiben Sie sich beim Arbeitsamt in der Unterstadt als Arbeitssuchender ein. Hier finden Sie Informationen über Stellenangebote und Ausbildungen. Arbeit für kürzere Zeit finden Sie bei den Interimfirmen. Für die Arbeit oder das Studium müssen Sie Deutsch oder Französisch verstehen und sprechen. Das gilt auch für Kontakte im Alltag. Es gibt verschiedene Deutsch- und Französischkurse für Sprachanfänger und Fortgeschrittene. Die Unterrichte finden in einem angenehmen Rahmen statt. Auskünfte über Sprachunterrichte finden Sie beim Erstempfang im Rathaus. Jugendliche und Erwachsene sollten sich um Ausbildung und Arbeitssuche bemühen. Die Eupener verdienen ihr Geld mit ganz unterschiedlichen Berufen. Sie arbeiten in Industrie- und Handwerksbetrieben, in Geschäften, Gaststätten und Restaurants, in Dienstleistungsunternehmen, Schulen und Büros. In der Industrie ist das älteste und das größte Unternehmen das Eupener Kabelwerk. Dieses international tätige Unternehmen stellt Kabel her und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Daneben gibt es viele verschiedene Unternehmen, zum Beispiel Holz-, Stein- und Metallverarbeitung, Kunststoffproduktion und Mechanik, Möbel, Lebensmittel, Transportfirmen und noch viele andere. In der Wiederverwertung von Altstoffen sind auch Sozialbetriebe tätig. Sie bereiten Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt vor. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Geschäfte suchen nach kompetenten Arbeitern und nach lernwilligen Auszubildenden. Jugendliche ab 16 Jahren haben viele Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen und danach eine Arbeit zu finden. Für alle Bürger gibt es auch Regeln und Pflichten. Schulpflicht für Kinder. Jedes Kind zwischen 6 und 18 Jahren muss zur Schule gehen. Ab 3 Jahren darf es in den Kindergarten gehen. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche eine berufliche Ausbildung beginnen. In Schulen, Unternehmen, bei Ärzten und auch bei Vereinen gilt: Pünktlichkeit ist wichtig. Wer nicht kommen kann, meldet sich vorher ab. Die Nachtruhe ist unbedingt zu respektieren. Ab 22 Uhr darf kein Lärm mehr veranstaltet werden, der die Nachbarn stören könnte. Haushaltsmüll darf auf keinen Fall in den öffentlichen Abfallbehältern entsorgt werden. Das kann mit Bußgeldern bestraft werden. Der Haushaltsmüll muss getrennt werden. Es gibt unterschiedliche Tüten für verschiedene Müllsorten. Es gibt Wertstoffhöfe, einen Sammelplatz für Grünabfälle und einen Abholdienst für Sperrmüll. Am Sonntag und an Feiertagen ist Ruhetag. Rasenmähen und das Benutzen von Maschinen ist an diesen Tagen verboten. Bei Schneefall müssen die Bewohner vor ihrem Haus den Schnee räumen.
Bei Streit mit anderen Menschen ist Selbstjustiz ausdrücklich verboten und daher strafbar. Wenn die Personen einen Streit nicht friedlich lösen können, sollen sie sich bei der Polizei oder beim Gericht melden. Dies sind Spielregeln für ein respektvolles Zusammenleben. In Belgien gelten folgende Grundrechte für alle. Die Pressefreiheit. Die Presse darf frei und ohne Zwang Informationen und Meinungen veröffentlichen und auch Kritik üben. Das Recht auf Meinungsfreiheit. Jeder darf denken, sagen und veröffentlichen, was er will. Aber er darf damit keine anderen Personen beleidigen. Auch rassistische Äußerungen sind verboten. Die Religionsfreiheit. Jeder Mensch darf seinen Glauben frei ausüben. Er hat auch das Recht, nicht zu glauben. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beide Geschlechter haben die gleichen Rechte, darunter das Recht auf Selbstbestimmung und die gleichwertige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich schnell und gut in Eupen zurechtfinden. Anlaufstellen, in denen Sie Rat und Auskünfte finden, sind das Info-Asyl des Roten Kreuzes in der Unterstadt, das öffentliche Sozialhilfezentrum ÖSHZ am Roten Berg, der Dienst für Erstempfang im Eupener Rathaus. Hier gibt es auch die Informationsmappe für Zugezogene. Willkommen in Eupen!